Zurück in den Ring nach über einem Jahr Pause möchte Mike Cater im Supermittelgewicht. Heute ist er zu Gast zusammen mit seinem Bruder, seinem Trainer, seinem Manager Johnny Cater. Servus, herzlich willkommen, die Herren. Und Mike, ja, was ist los? Ein Jahr Pause gemacht. Viele haben gedacht, das war's, die Karriere ist vorbei. Aber du willst es noch mal wissen. Ja, ich möchte noch mal starten. Ich hatte ein Problem mit dem Mittelohr. Und jetzt seit 3 Monaten hat mein Arzt gesagt, dass ich darf wieder mir gut geht, um so weiter meine Karriere zu machen. Heißt es für dich jetzt aber wieder alles neu anfangen? Du hattest ja schon einen Titel gewonnen, du warst auf dem Weg, noch weiter oben in der Weltspitze sich zu platzieren. Dann kam diese Niederlage gegen Vincent Feigenbutz und dann war es ruhig. Und im Prinzip haben doch viele wahrscheinlich gedacht, okay, das war's, Mike Cater wird wohl die Karriere beenden. Eigentlich, ich möchte anfangen da, wo ich aufgehört habe, gegen ihn wieder zu kämpfen, weil da war schon nicht sicher, wer gewonnen hat. Der hat gewonnen eigentlich, aber die Zuschauer waren nicht so genau, wer der Gewinner ist, weil ich war schon vorne. Also vom Kampfverlauf her zu dem Zeitpunkt, nach Punkten, hast du dich vorne gesehen? Vorne gesehen, ja. Johnny, wie ist jetzt die Situation? Habt ihr damals vereinbart, dass es einen Rückkampf gibt, dass ihr also ein Recht habt, Vincent Feigenbutz noch einmal zu fordern? Eigentlich nicht, aber für uns war immer der Sport Leidenschaft und nicht unbedingt Geschäft, Vertrag. Ja. Gut, das Profiboxen ist nur aber Profiboxen, Berufsboxen, da geht es auch ums Geld. Ist richtig, ja, aber für uns war immer Leidenschaft. In diesem Kampf war leider wirklich der Punkt, wo nicht nur Leistung zählt, aber sondern wirklich auch Glück braucht man ein bisschen. Und leider, der Mike hatte den Glück nicht. Der hat 10 Tage vor dem Kampf eine Mittelohrentzündung bekommen. Wir haben darüber aber nicht geredet, auch nach dem Kampf, weil Mittelohrentzündung ist nicht so, wenn man bricht eine Hand und kann es beweisen, sagen, schaut mal, ich habe die Hand gebrochen. Wir haben gesagt, okay, nach so langer Mühe, der Veranstalter hat Mühe gegeben und alles, wir probieren. Ich hatte großes Vertrauen auch an Mike. Man hat gesehen, dass er kämpferisch besser ist und bis zu dem Punkt, bis wo Feigenbutz einmal auf Deckung getroffen hat, Mike viel besser war. Und ja, es war Pech. Und jetzt ich dachte eigentlich auch, seine Karriere ist vorbei. Er wird nicht mehr aufstehen. Ich habe wirklich als Bruder psychologisch oder irgendwie nicht unterstützt, weil es musste von ihm kommen. Jetzt sagt er, ich will wieder, hat bewiesen mit harter Training und sagt, ich möchte gerne gegen Feigenbutz. Also wenn man die anschaut, Mike, dreh dich mal so ein bisschen hier so, zeig doch mal. Also du siehst so gut im Saft aus, auch so im Sakko. Ich weiß nicht, ob die Schultern ausgepolstert sind. Am 2. Juni soll es nun einen Kampf geben. Und wenn, dann nach Möglichkeit natürlich gegen Vincent Feigenbutz. Es steht noch nicht fest, ihr habt verhandelt, ihr habt gesprochen, es ist noch keine Entscheidung gefallen. Es wird aber der Kampftag bleiben. Das Datum, 2. Juni, ist fix. Ich möchte in den Ring steigen. Am 2. Juni möchte ich in den Ring steigen. Für mich, für meine Zuschauer, für meine Fans. Ich will schon kämpfen, weiter kämpfen. Und ist aber so, klar, im Nachhinein werden jetzt viele sagen, na ja, jetzt sagen sie Mittelohrentzündung. Und jetzt sagen sie, wir wollen noch mal Vincent Feigenbutz, weil er einen großen Namen hat, weil er mittlerweile auch mehrere Titel hält. Das ist immer relativ leicht. Das ist sicher eine Kritik, der müsst ihr euch auch stellen. Würdest du dich in der Situation sehen, dass du sportlich mithalten kannst mit ihm? Dass du sagst, ich bin auch attraktiv genug als Gegner, als Herausforderer? Denn er hat ja mehr zu verlieren als du. Normal, ich wäre schon ein guter Gegner für ihn. Und der weiß schon, weil am Denkkampf hatte er Glück nur. Und dann, der hat auch sich auch nicht bewiesen, dass er mich geschlagen hat. Es ist so, Daniel, den Kampf, wenn man den Kampf gesehen hat, hat man gesehen, bis er wirklich einmal getroffen hat, Mike war ganz nach vorne. Und für die Zuschauer, sogar auch die Karlsruher Fans, die Fans von Feigenbutz, waren danach auf unserer Seite, weil die haben schon gemerkt, da stimmt was nicht. Viele sogar haben gedacht, vielleicht haben wir den Kampf einfach verkauft. Ja. So eine, na gut, du fährst nach wie vor kein Ferrari, also, ja, also dann kann da kaum Geld geflossen sein. Ja. Der Kampf, Mike war ganz nach vorne, bis auf einen Treffer. Und die Zuschauer wissen wirklich nicht, okay, auf Papier hat Feigenbutz gewonnen, wir haben ihm auch beglückwünscht nach dem Kampf. Aber
wer wirklich der richtige Sieger, was kämpferisch, sportlich natürlich angeht, ist ihm nicht klar, mir auch, weil als Bruder und Trainer auch nicht. Und wir möchten gerne, ob er ein passender Gegner für ihn ist. Ganz klar, ist ein passender Gegner, weil erst einmal Sport sind die Sportler und Zuschauer. Die Zuschauer wollen zwei Gladiatoren sehen. Feigenputz laut Boxrekord, laut seinem Ruf, hat viele K.O.s, ist auch ein Gladiator, kämpft auch. 28 Kämpfe, 25 Knockouts, das spricht eine deutliche Sprache. Ja. Richtig, aber das Gleiche hat auch Mike. Mike gewinnt nach K.O. oder verliert nach K.O. Und sowas möchten die Leute auch gerne sehen. Ich bin mir sicher, dass die Leute nicht unbedingt diesen langen Stil, wie auch Klitschko sehr oft gemacht hat, oder anderen Boxern, die wollen Action sehen und am Ende einander nur umarmen, beglückwünschen, und das haben die auch gemacht. Aber wie gemacht. Wird jetzt vorgehen? Also der 2. Juni, haben wir gehört, steht. Mike ist bereit, will kämpfen. Ihr müsst ja nun auch ein bisschen Plan B, Plan C bereithalten, dass ihr Gegner noch habt, falls es ihnen natürlich keine Zusage, vielleicht auch nicht noch nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt gibt, vom Management von Vincent Feigenputz, dann müsstet ihr ja Gegner haben, die auch attraktiv genug sind und sportlich auch wertvoll genug sind, dass Mike wieder antritt. Wir haben ein Team von Feigenputz, an Sauerland, an alle, haben wir die kontaktiert, schon einen Monat hier. Es hat geheißen, bitte dem fragen, dem fragen, dem fragen. Und diese Woche muss das entscheiden. Wir haben natürlich eine ganz faire sportliche Herausforderung gemacht. Die Leute, die Zuschauer, wollen das auch sehen. Und wenn die Woche das nicht, wenn die natürlich nicht wollen gegen Mike kämpfen, seine Karriere, Leben geht weiter, seine Karriere geht weiter. Es geht nicht nur um Feigenputz. Wir wollen einfach nochmal da, wo stand, weil sehr viele Boxer, die versuchen, verlieren die einmal. Dann suchen die einen Aufbaugegner, richtigen Aufbaugegner, also der Wort sagt selber. Und mich hat gefreut, dass er selber wirklich den Feigenputz wollte. Also er wollte wirklich, möchte anfangen da, wo er aufgehört hat, also da, wo er am härtesten war. Sicherlich der schwerste Gegner wahrscheinlich dann auch, was den Kopf betrifft. Jetzt gucke ich gerade auf meinen schlauen Zettel und sehe Geburtsdatum 23.04.83. Erst einmal Glückwunsch zum Geburtstag. Tut mir leid, ich habe es vorher wirklich nicht überrissen. Danke, dass du heute an deinem Geburtstag kommst. Wir hätten Kuchen alles bereitstellen sollen. Es ist der 35. Das ist ein Alter für die Gewichtsklasse hier im Supermittelgewicht. Da bist du schon einer der wirklich alten Männer, der betagten Boxer. Ist die Karriere da wirklich auf dem letzten Punkt, wo du sagst, wenn nicht jetzt, dann später geht es gar nicht mehr? Ich muss schon dranbleiben, ja. Ich darf nicht aufgeben, auf jeden Fall. Aber ich habe noch Zeit. Ich fühle mich gut und stark. Es gibt schon viele Boxer, die bis 40, 45 gekämpft haben. Ja, in schwereren Gewichtsklassen schon, aber die leichteren und das Supermittelgewicht ist noch vielleicht eine von den leichteren Klassen. Auch im Mittelgewicht sogar. Das war eine, wo gegen Felix Sturm gekämpft hat. Er war 39. Da hättest du dann noch wenigstens da 3-4 Jahre Zeit. Ja. Man sagt im Boxen, Körper ist nur 10%, das Boxen ist 90% hier. Und ich habe nicht umsonst dieses T-Shirt heute angezogen, nicht nur weil er Geburtstag hat, sondern wirklich, ich sehr stolz bin, dass er selber gesagt hat, ich möchte da, wo ich am schwersten hatte, da anfangen. Das machen, weiß sehr gut, dass sehr viele Boxer fahren, machen nicht so einen Weg. Die suchen einen leichten Weg, wieder nach oben zu kommen. Und nicht nur, weil er mein Bruder ist, sondern wirklich, da bin ich stolz drauf, deswegen habe ich auch so ein T-Shirt angezogen heute. Das T-Shirt ist sozusagen dein Geburtstagsgeschenk oder gab es noch ein bisschen was dazu? Also, hat er was rausgerückt, der Bruder? Lässt er eine Party springen? Doch nicht, schau mal. Ey, das war mein Geschenk, das habe ich angezogen. Ne? Ja, du könntest ja wenigstens einen drauf machen für Mike sozusagen als Start dann wieder zurück in die Karriere. 2. Juni, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist das Datum. Ihr werdet in München auf jeden Fall in der Sportstätte Allwetteranlage dann die Veranstaltung haben. Wir sind gespannt, wer der Gegner wird. Ist schon weiter geplant, dass ihr einen Rahmen gesetzt habt, vielleicht für 2-3 Kämpfe im Jahr 2018? Oder ist alles nur auf dieses eine Datum ausgerichtet, um zu sehen, wo ist überhaupt der Stand? Wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr noch 2 Kämpfe, 2 Veranstaltungen, ein, 2 schon. Aber man muss nochmal diesen Schritt machen, dann schauen wir. Und auf einen Titel wieder zu schauen, ist noch viel zu früh? Oder könntest du dir dann sozusagen eine Empfehlung schon recht schnell wieder vorstellen, um
wieder für einen Titelkampf in Frage zu kommen? Mal schauen, auf jeden Fall. Ich möchte diesen Kampf gut bestehen. Ich möchte, dass irgendwas eine Antwort bekomme von dem Feigenbus. Und dann gucken wir mal, schauen wir mal. Wenn er jetzt zu dem Zeitpunkt sagen würde, nee, passt gar nicht in meine Planung und das, was wir vorhaben, ist dann bei dir so ein Gefühl, dass er will sich drücken? Ich will nicht viel sagen, ja, auf jeden Fall. Ich will nur sagen, dass er zweimal ist mir schon auf den Weg gegangen, ja. Ich möchte nicht. Ich muss so denken, ja. Na dann, ja. Ich warte ab, was die Woche bringt, ob ihr den Zuhörer bekommt. Danke, dass ihr heute da wart und schönen Geburtstag noch, feiern noch ein bisschen. Dankeschön.